Mein Name ist Laura Carbone und ich arbeite in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. Heute möchte ich kurz die Thematik des Abdichtungssystems einer Deponie umreißen. Dabei werde ich auf die wichtigsten Aspekte bei der Planung mit Geokunststoffen eingehen. Eine kontrollierte Deponie ist ein eigens geplanter und gestalteter Ort für die Entsorgung von Abfällen. Eine Deponie stellt in vielen Fällen einen Reaktor dar, in dem Materialien im flüssigen, festen und gasförmigen Zustand reagieren und infolgedessen flüssige Emissionen, Perkulat, und gasförmige Emissionen, Biogas, innerhalb einer festen Matrix, das heißt der Abfall vor Ort, die eine Quelle für potenzielle Restemissionen darstellt, austreten können. Die Emissionen werden mithilfe eines Mehrbarrierensystems kontrolliert. Das verhindert, dass diese Emissionen unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Das Barrierensystem einer Deponie besteht aus drei Hauptkomponenten: die Basisabdichtung, die seitliche Abdichtung, die Oberflächenabdichtung. Betrachten wir nun das Abdichtungssystem. Die Oberflächenabdichtung einer Deponie muss in erster Linie die Abfälle von der äußeren Umwelt abschotten, Wasserinfiltrationen minimieren, die Instandhaltungskosten auf ein Minimum reduzieren, Oberflächenerosion minimieren, differenzielle Setzungen und mögliche lokal bedingte Phänomene aushalten. Die Schichten können aus mineralischen Materialien, das heißt aus verschiedenen Bodenarten oder alternativ aus Boden-Geokunststoff-Verbundsystemen bestehen, sofern diese nachweislich eine funktionale Äquivalenz zu den mineralischen Schichten aufweisen. Heutzutage ist die Verwendung von Geokunststoffen bei diesen Systemen weit verbreitet, da dies im Vergleich zu traditionellen Lösungen beachtliche Vorteile mit sich bringt. Geokunststoffe sind einfach und schnell installiert. Durch ihre Verwendung können Kohlendioxidemissionen drastisch reduziert werden. Man denke zum Beispiel nur mal an die Baustellentransporte. 150 Lastkraftwagen mit Lehm mit einem Fassungsvermögen von jeweils ca. 20 Kubikmetern entspricht einem einzigen Lastkraftwagen mit Anhänger mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen und das für die gleiche abzudeckende Oberfläche. Dank ihrer geringen Stärke können Geokunststoffe zudem das Nutzvolumen der Deponie erhöhen. Dieses Volumen lässt sich durch die Verwendung einer besonderen Art von Geokunststoffen, das heißt mit Bewährungsfunktion, zusätzlich erweitern. Diese Materialien weisen eine hohe Zugfestigkeit auf und ermöglichen die Realisierung steiler Böschungen. Bei der Planung einer aus Geokunststoff und Bodenschichten bestehenden Verbundabdichtung können drei wesentliche Versagensmechanismen in Betracht gezogen werden, die folglich mit drei Stabilitätsnachweisen verbunden sind. Nachweis der allgemeinen Stabilität der Böschung, Nachweis der inneren Stabilität der mineralischen Böden, Nachweis der Stabilität des Systems in den Grenzflächen. Betrachten wir nun den Versagensmechanismus des Systems an einer Grenzfläche. Ausgehend von der Abfolge von Geokunststoffen und Boden gehen wir von folgendem System aus. In der Regel wird die Stabilität anhand einer Analyse des Grenzgleichgewichts unter Berücksichtigung der Interaktion zwischen den verschiedenen Grenzflächen des Systems berechnet. Bei dieser Analyse übt die als stabil geltende Bodenschicht, bedingt durch ihr eigenes Gewicht, eine Drucklast auf das darunterliegende System aus. Der unter statischen Bedingungen erzeugten aktiven, hangabtreibenden Kraft steht unter Annahme einer unendlich langen Böschung nur die von der kritischen Grenzfläche ausgeübte Widerstandskraft entgegen, die den kleinsten Reibungswinkel aufweist. Es wird folglich davon ausgegangen, dass es sich bei der Widerstandskraft um eine Reibungskraft handelt und die kritische Grenzfläche folglich eine mögliche Bruchfuge darstellt. Die Stabilität gilt als erwiesen, wenn die Widerstandskräfte größer sind als die aktiven Einwirkungen bzw. die Hangabtriebskräfte. Sollte der Nachweis nicht erfolgreich sein, dann kann auf einen Geokunststoff mit Bewährungsfunktion zurückgegriffen werden, in der Regel ein Geogitter, das dem System die für die Stabilität erforderliche Zugfestigkeit verleiht. Diese Zugkraft wird in den Verankerungsgraben abgetragen, der dementsprechend zu bemessen ist.
Verankerungsgräben können je nach den wirkenden Kräften und den verschiedenen Erfordernissen auf der Baustelle verschiedene Geometrien aufweisen. Ich hoffe, die Präsentation war für Sie von Interesse. Sollten Sie technische Fragen haben oder weitere Informationen über die Lösungen von Hüsker Synthetik wünschen, dann besuchen Sie uns doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.